Die WM-Medaillen, was man da sieht, der Doppelweltmeistertitel, war für mich das Highlight meiner Karriere bis jetzt. War einfach überwältigend und einfach Gefühle, die was man jetzt, glaube ich, so nicht ganz beschreiben kann. Ich würde einfach sagen, ich war ja, 2 Wochen auf Wolke 7. Training ist nicht immer leicht. Das sind Erfolge, wie eigentlich alle da stehen, eine Bestätigung. Mein Papa hat mir versprochen, dass man eine richtig coole Vitrine macht. Er selber hat sich da was überlegt, passt irgendwie zu seinem Beruf als Waldaufseher. Hat da ein paar Mal einfach aus dem Wald stibitzt, würde ich sagen, und hat da was richtig Cooles hergezaubert. Und bin ich mega, mega stolz, dass das der Papa sozusagen für mich gemacht hat. Ich habe das Ganze mit 8 Jahren begonnen und mit 15 war dann die Entscheidung da, wo gehe ich weiter. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann für mich entschieden, ich gehe in die Skigymnasium in Stams. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich ja volle Mission oder Traum, ich möchte Spitzensportler werden. Das ist mein Beruf. Der Reiz definitiv an der nordischen Kombination ist, dass 2 so verschiedene Sportarten sind. Einerseits das Skispringen, wo alles in tausendsten Sekunden am Absprung zusammenpassen muss. Jeder Sprung kostet irgendwie ein bisschen Überwindung. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann am Balken sitzt und man kriegt das Freizeichen vom Trainer, dann geht es eigentlich nur voller Fokus auf den Absprung. Muss alles zusammenpassen, der Schwerpunkt, die Balance, das Timing, wie viel Grad man natürlich die Kraft anbringt. Ist ja auch sehr, sehr viel Biomechanik dabei. Und dann hast du einfach ja, mit viel Entschlossenheit das Ganze angehen. Und ist man dann auf der sogenannten Welle, dann kann man das eigentlich nur mehr genießen. Das Langlaufen sind sehr, sehr viele Komponenten, was auch zusammenpassen müssen. Man muss sehr gute Ausdauerfähigkeit haben, die Kraft muss passen, es muss die Technik passen. Und wenn man da natürlich auch ganz oben stehen muss, dann muss auch die Taktik passen. Es ist sehr, sehr schwierig, dass man die Balance findet zwischen so 2 verschiedenen Sportarten, dass man die richtige Zeit in die richtige Sportart dann investiert. Das Gewichtheben ist sehr, sehr wichtig für mich. Ist einfach eine Grundlage für die nordische Kombination. Gemeinsam mit der Schwester natürlich da zu trainieren ist immer sehr, sehr cool. Und wir haben gemeinsam eigentlich angefangen durch den Papa. Und jetzt ja, sind wir da bei den Handeln und die anderen sehr, sehr erfolgreich machen können. Ich glaube, jede Sportart braucht einfach die klassische Kniebeuge. Ich darf auf alle Fälle sagen, dass ich profitiert habe von dem, dass ich das in sehr, sehr jungen Jahren gemacht habe. Sei es mit der Beweglichkeit, sei es auch Verletzungsrisiko, ja, kann man schon einiges dadurch einfach verbessern. Der Jo war für mich immer schon sehr selbstbewusst, hat immer gewusst, was er will. Und auch wenn er sich was in den Kopf geschlagen hat, dann hat er das auch geschafft und hat auch alles probiert, damit es auch so ist, wie er es haben will. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man Dinge hat, wo man herunterfahren kann, weg vom Sport, einfach Spaß haben kann. Da gehört für mich einfach dazu, Zeit mit der Familie zu verbringen, Go-Kart fahren mit Freunden. Im Flo kenne ich seit ich 9 Jahre alt bin. Der hat bei mir angefangen, gemeinsam im Verein eigentlich. Also wir wachsen eigentlich schon relativ lange jetzt gemeinsam auf. Sebastian kenne ich seit ich 15 bin, Stams, waren da eigentlich ja, jahrelang gemeinsam im Zimmer und wir verstehen uns eigentlich recht gut zu dritt und haben eigentlich immer wieder Trainingsgemeinschaften, wo wir einiges machen, aber so wie heute einmal in der Freizeit genießen wir einmal die Zeit neben dem Sport. Ich glaube, er ist ein sehr naturheimatverbundener Typ, hat generell, glaube ich, einen brutalen Ehrgeiz, das was ihm auch brutal auszeichnet und so wie ihm, da hast du eine Vorbildfunktion eigentlich auch noch. Weil er ist halt echt Weltmeister und da kann man sich schon was abschauen. Auch. Und auch wenn er Weltmeister ist, er ist trotzdem nicht abgehoben oder was, sondern ist einfach ein super Freund. Ich kann mich noch erinnern, wo wir zusammen im Schüleraustausch gehabt waren und da war ich noch schneller wie er. Und dann ist es eigentlich schnell gegangen, dann hat er sich super weiterentwickelt, dann ist er gleich in die Weltcup-Mannschaft reingekommen. Und ich glaube, da war es dann ein Riesensprung,
solche Kollegen zu haben, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und ich bin irrsinnig dankbar, dass sie dabei sind. Man hat immer sehr, sehr viel Spaß miteinander und man kriegt untereinander einfach sehr gut aus. Das spielt eigentlich wenig der Erfolg jetzt hat irgendeine Rolle. Und gemeinsam können wir einfach trainieren. Wir, glaube ich, motivieren uns auch gegenseitig. Wird sicher wieder eine coole Saison. Es ist eine andere Ausgangsposition, definitiv, wie in den letzten Jahren. Ich habe abgeliefert die letzten zwei Jahre. Deswegen muss ich jetzt am Boden bleiben, das Beste draus machen. Aber grundsätzlich freue ich mich jetzt eigentlich, dass ich wieder Wettkämpfe habe.